Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück, ihr Power Rangers-Fans, zu einer weiteren Power Rangers Legacy Review. Heute für euch der weltberühmte Morpher, der Power Ranger Zeo für euch am Start, der Zeonizer. Ja, die Legacy-Line, ja Leute, sie wird uns auf jeden Fall fehlen. Und ich denke mal, es wird später, denke ich mal, sehr schwer sein, an die ganzen Legacy-Produkte noch ranzukommen. Daher bin ich froh, dass ich euch heute noch den Zeonizer zeigen kann. Die Verpackung natürlich, seht ihr schon, super cool gemacht hier natürlich mit dem Power Rangers Logo hier oben drauf. Und hier seht ihr schon den Zeonizer. Für alle, die den Zeonizer nicht kennen, der ist ein Morpher, der an zwei Handgelenken, also an beiden Handgelenken halt getragen wird. Es ist keiner, den ihr so in der Hand haltet, sondern wirklich in den Handgelenken. Sieht sehr cool aus hier, ne? Auf jeden Fall schon mal sehr nice. Und das ist auch wirklich schon der Legacy Zeonizer, den ihr hier seht. Ne? Sehr, sehr cool auf der Rückseite. Haben wir dann hier nochmal so einen kleinen Story-Arc, den ihr euch, wenn ihr möchtet, durchlesen könnt. Hier haben wir noch den Zeo Ranger Red am Start und dann natürlich hier nochmal so ein bisschen die Erklärung, was der Zeonizer alles kann. Das Ganze in dieser schicken, schwarz-grauen Box am Start und ich würde sagen, die packen wir jetzt mal aus und dann zeige ich euch mal den Zeonizer. Und da ist er, der Zeonizer, an beiden Handgelenken angebracht. Und Leute, der ist super cool. Also er gefällt mir richtig. Und wenn wir die Details daran sehen, denke ich mal schon, werdet ihr damit sehr zufrieden sein. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite zum Beispiel das goldene Stück. Das ist so gesehen euer kleines Centerpiece, was ihr hier am Start habt. Denn da drin befinden sich halt die Licht- und Soundeffekte vom Zeonizer. Dafür gibt es auf der Unterseite einen kleinen On-Off-Switch, den ihr betätigen könnt. Und dann könnt ihr halt so gesehen mit den ganzen Effekten starten. Auf der rechten Seite haben wir jetzt hier so gesehen diesen Part hier, womit ihr dann halt die Verwandlungssequenz komplett aktivieren könnt. Ich bin nicht mehr ganz auf dem Laufenden, aber ich glaube sogar, dass das Ding hier innen drin der Zeo-Kristall ist. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Auch das ist sehr cool, hat aber sonst keinerlei Soundeffekte etc. Also ich denke mal, reicht aber völlig aus. Alle beide Teile werden hier mit diesen schönen Lederstreifen, mit diesen Lederarmbändern befestigt, mit Klettverschluss. Sitzt super gut und gefällt mir auch. Ihr seht auch, hier ist noch ein schönes kleines Detail zum Beispiel dran. Hier ist noch so ein Symbol halt beidseitig. Ne? Ich denke mal, ja, für die Zeo Rangers selbst das Symbol. Das gefällt mir soweit. Metallanteil ist natürlich auch hier mit am Start. Da wir hier ein Legacy-Produkt am Start haben, gibt es hier Metallteile. Und zwar hier oben drauf bei dem goldenen Zeonizer haben wir jetzt natürlich hier so ein bisschen Metallanteil. Teile am Start. Na, ja, wo sonst doch? Hier diese Kappe zum Beispiel, diese Verwandlungskappe hier, die da oben, die ist auch aus Metall. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier diesen silbernen Metallanteil. Der hier, der ist auch komplett aus Metall gehalten, was ich schön finde. Ja, ich glaube sogar hier der Zeo-Kristall, wenn es wirklich nicht der Zeo-Kristall ist, dann kriege ich von den Rangers-Fans jetzt ordentlich einen drauf. Auf jeden Fall ist hier auch ein Metallanteil am Start. Der Rest ist aber wie gewohnt natürlich aus Plastik gemacht, was aber trotz alledem nicht schlimm ist. Denn ich muss sagen, wenn ihr die so an den Handgelenken habt, die haben doch ein schönes kleines Gewicht. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Das fühlt sich schon recht wertig an. Natürlich könnt ihr auch hiermit eine coole Verwandlungssequenz machen. Ich kann sie nicht wirklich, liebe Leute. Daher verzeiht mir das. Aber ich würde sagen, it's Morphin' Time! Power Rangers Zeo! Ach, manchmal wünschte ich doch, dass ich einfach noch einen Power Rangers Helm hätte oder sowas, um das Ganze noch ein bisschen cooler in Szene zu setzen. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert einigermaßen. Und der Soundeffekt ist auch mit am Start. Wie gesagt, bei dem Zeonizer hier haben wir jetzt einen Soundeffekt. Das heißt, selbst er hat eine Art Motion Tracking am Start. Wenn ihr nämlich jetzt hier boxt oder euch bewegt, kommen Soundeffekte, was ich sehr, sehr cool finde. Ja, wir haben jetzt gesehen, wenn ich mich verwandle, dann müsst ihr natürlich diese Verwandlungssequenz machen, wo ihr diese beiden Teile hier ineinander stecken müsst. Ne? Die beiden roten hier. Natürlich ist das sehr schwer zu treffen, das sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ihr das macht, dann klappt so gesehen hier das Teil nach oben, der Kristall. Und auf der Seite klappt dann halt hier dieser Part hier hoch. Ne? Ihr seht das hier und dann kommt auch ein Soundeffekt. Ne? Der rote Ranger aktiviert sich gerade und hier innen drin ist dann halt die rote Leuchte für den roten Zeo Ranger, was sehr, sehr cool ist, aber was noch viel cooler ist, ihr könnt tatsächlich die Soundeffekte noch umstellen. Wenn ihr nämlich jetzt zum Beispiel keine Lust drauf habt, vielleicht den roten Ranger zu spielen, wo ich gar nicht weiß, warum nicht, könnt ihr die Rangers alle durchswitchen. Und zwar haben wir jetzt hier an der Seite dieses kleine Rädchen, wo ihr auch schon so ein bisschen halt die Zeo-Zeichen sehen könnt. Die könnt ihr drehen. Wenn ihr die jetzt dreht, dann achtet auch mal hier auf den rechten Bereich. Denn jeder Ranger wird da so gesehen dann halt aktiviert, wenn ihr das möchtet. Ich drehe mal für euch. It's Morphin
Da kommt erstmal als Morphin-Time und dann gehen wir weiter mit Pink Ranger und mit Yellow, Blau und Grün, was wirklich sehr, sehr cool ist. Und wenn ihr diese Ranger dann halt aktiviert habt, hier zum Beispiel Rot, ich gehe jetzt mal auf Pink und dann hier diese Verwandlungssequenz startet, dann kommt auch wirklich die Stimme des Pinken Rangers. Was wirklich sehr cool ist, ne? Jetzt auch die anderen. Yellow jetzt zum Beispiel mal. Sehr cool. Und dann natürlich immer der Verwandlungssoundeffekt. Das ist richtig, richtig nice. Ja, wenn ihr jetzt allerdings noch den Zeo-Sound haben wollt, den gibt es nämlich auch, müsst ihr wieder am Rädchen drehen und zwar bis das weiße Licht erscheint und es heißt It's Morphin' Time. Wir gehen mal kurz durch. Gelb, Blau, Grün, Rot und jetzt kommt das weiße Licht. It's Morphin' Time und dann müsst ihr einfach nur hier unten diesen roten Part drücken, wenn ihr halt die Verwandlungssequenz macht und dann erscheint oder ertönt das Power Rangers Zeo Hauptlied, das Titellied, was wirklich sehr cool ist. Ich weiß nicht, ob es in voller Länge dabei ist. Ich drücke mal kurz. Ihr seht dann auch schon, neben dem Lied kommt dann natürlich auch noch hier schön dieser Leuchteffekt von der weißen Leuchte sehr geil rüber. Und ich muss sagen, das ist immer wieder genial, wenn ich sowas höre. Bei den Legacy-Produkten war das immer sehr geil. Das war super. Und ja, so könnt ihr das Ganze dann halt machen. Wenn ihr stoppen wollt, einfach hier unten kurz draufdrücken und dann ist das Ganze wieder aus. Was wirklich unglaublich cool ist, oder? Seid mal ehrlich, deswegen lieben wir doch die Legacy-Produkte. Ansonsten, was wir hier noch haben, wir haben natürlich hier nochmal den Kristall. Den könnt ihr sogar rausnehmen, wenn ihr möchtet. Also das ist auch möglich. Und zwar hier haben wir ihn jetzt nochmal in einem schönen kleinen Detail, wie gesagt. Er ist teilweise aus Metall, der Rotanteil jetzt hier dran ist aus Kunststoff, aber ist eigentlich ganz nice gemacht. Und wenn ihr das Ganze am Morpher einigermaßen perfekt halt noch ransetzt, während ihr die Verwandlungssequenz zu dem jeweiligen Ranger macht, dann ja, beleuchtet so gesehen noch die LED des anderen Zeonizers an meiner anderen Hand, ja, so gesehen den Kristall. Und ich kriege ihn gerade nicht mehr hier rein, warum auch immer. Das ist wieder lustig, aber ihr wisst, was ich meine. Drin ist er und eingeklappt. Tja, wie gesagt, das ist er, der Zeonizer von Power Rangers Zero in der Legacy Edition. Leute, schnappt ihn euch. Wenn ihr wirklich auf Power Rangers Zeo steht, holt euch das Teil. Das ist wirklich super, super genial und ich mag auch die Soundeffekte, wenn wir damit mal ein bisschen kämpfen oder sowas. Für sowas bin ich immer zu haben und es sieht einfach optisch sehr, sehr cool aus. Ich finde es auch nicht zu klobig. Das passt eigentlich, ne? Das müsste eigentlich einigermaßen so die Größe auch aus der Serie sein. Sehr genial, wirklich sehr, sehr genial. Also der Power Rangers Zeonizer von Bandai aus der Legacy Edition. Tolles Teil, wirklich ganz tolles Teil. Tolle Details auf jeden Fall. Ich mag das hier mit den... Geh weg! Ich mag das hier mit den Lederarmbändern. Das ist einfach super genial. Und die Soundeffekte machen den einfach geradezu zu einem perfekten kleinen Sammlerstück für euch Power Rangers-Fans da draußen. Das soll es eigentlich aber auch schon gewesen sein, denn... Das war's. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr euch den Zeonizer selbst geholt? Für Power Rangers Fans meiner Ansicht nach auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Wenn ihr ihn noch irgendwo seht, schnappt ihn euch. Schnappt ihn euch auf jeden Fall. Ich denke mal, dass der schnell vergriffen sein wird oder ist es mittlerweile schon. Denn ja, das Ding ist einfach genial und macht super mega Spaß. Na, und wenn ihr jetzt nicht die Standard-Toys der Power Rangers halt mögt, aber eher was ja, für euch Erwachsene haben wollt, denn diese Legacy-Produkte sind alle ab 15 Jahren aufwärts, dann schnappt euch den Zeonizer. Ja! Das soll es aber auch an meiner Stelle gewesen sein. Ja, für die ein oder andere Verfehlung entschuldige ich mich natürlich, ne? Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und ich denke mal, ihr habt jetzt den Zeonizer gesehen. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis denne dann. Und nicht vergessen, go, go, Power Rangers!